Hallo Mädels und Jungs, willkommen zu einem neuen Video. Ja, heute mal nicht vom Motorrad, sondern direkt aus meinem kleinen Arbeitsplatz oder Schnittplatz, wenn man das so bezeichnen möchte. Generell ist es ein Video ist entstanden aus dem Video Ausflug an die Donau. Ich weiß jetzt nicht, in welchem Film ich das erwähnt habe, aber zum Beispiel im Ausflug an die Donau, der Film, seht ihr es. Und da habe ich erwähnt, dass den Unterschied zwischen Klima und Wetter und natürlich die meisten, die meine Videos sehen und mich kennen, es ist nie alles ernst zu nehmen. Also meine Technikvideos, die ich dann schon mit bestem Wissen und Gewissen mache. Ich habe dann wirklich ein super Erlebnis gehabt, nachdem ich das Video online gestellt habe und natürlich auch dann die einzelnen Videos als Film wieder an. Gestellt habe ich eine Nachricht bekommen, und zwar von einem User, der keine Ahnung, irgendeinen kryptischen Usernamen hatte mit Buchstaben und Zahlen, irgendeine Kombination. Also ein No-Name-Account, keine Videos, nichts drauf. Ja. Er hat mir wirklich in einem extrem langen Text erklärt, oder wollte mir erklären, den Unterschied zwischen Wetter und Klima. Ich habe mal die ersten zwei Sätze gelesen und dann war mir klar, okay, ich habe es einfach nicht gelesen, ich gebe es zu. Also ich lese normal wirklich jeden Beitrag, der mir geschrieben wird. Aber ja, es war halt, ja, ich habe keine Ahnung von irgendwas. Und zum Schluss von diesem Beitrag war dann auch noch ein Link von der NASA drinnen, wo das ja alles angeblich bestätigt werden sollte. Ich weiß es nicht. Ich habe den Link wieder angeklickt. Noch habe ich den ganzen Text gelesen, wo mir jemand den großen Unterschied zwischen Klima und Wetter erklärt, weil ich der Meinung bin, dass... Okay, Eddie, reiß dich zusammen. Das war aber noch nicht die Pointe, weil ich habe ja in dem Video, ihr seht es an Ausflug an die Donau, der Film, habe ich erklärt, wenn es schier ist, ist Wetter, und wenn es schön ist und heiß, ist es Klima. Ja, aber die Pointe war, aufgrund von YouTube, der Kommunikationsrichtlinie und und aufgrund der nicht nur der Kommunikationsrichtlinie, sondern auch wurde diese Nachricht als Spam eingestuft. Das heißt, das Video hat gegen die Kommunikationsrichtlinien von YouTube verstoßen und es wurde zusätzlich noch als Spam eingestuft, weil er mal erklären wollte, den Unterschied zwischen Klima und Wetter. Somit hat seinen Wogen, haben ihm die Richtlinien, die sie wahrscheinlich aufgestellt haben oder irgendwie selbst getroffen. Das ist so geil. Ja, ich habe es dann sozusagen in den geblockten Nachrichtentexten gefunden, wo man mich sozusagen in Kenntnis gesetzt hat darüber, dass...
also mir geschrieben hat. Und ja, ich habe dann gedacht, okay, ich beantworte einfach alle anderen Nachrichten und wollte dann umschalten und siehe da, dann war es verschwunden. Wurde von YouTube gelöscht. Es ist so geil. Entschuldigung, das sagt man nicht, aber es ist wirklich. Es gibt einfach nichts Besseres. Ja, die Woken-Richtlinien haben ihn selbst zur Strecke gebracht. Ich kann es leider nicht ändern. Es tut mir leid, auch für die Mühe, was du dir beim Textschreiben gemacht hast. Oder ich weiß nicht, vielleicht hast du irgendwo was rauskopiert und wie auch immer, meine Meinung ist unumstößlich. Wir hatten ja noch nie so einen heißen Sommer. ja. Und jeder He Sommer wird der heißeste sein, laut Wetterangaben. Mag sein, ich habe keinen Fernseher, ich höre auch die ganzen Ansagen nicht mehr durch. Es ist mir wurscht, ich schaue einfach nur mehr auf den Wetterbericht, ungefähr wie es wird. Gestern wurde zum Beispiel kein Regen angesagt und beim Nachhausefahren von der Sauna hatte ich sintflutartige Regenfälle. Mein 500-Liter-Container, der fast leer war, ist rund 2 Stunden lang übergegangen. Und volles Fassungsvermögen wären über 550 Liter. Also du kannst den Wetterangaben überhaupt nicht mehr glauben und wenn sie nicht einmal das schaffen, dass sie einen Tag voraus das Wetter richtig voraussagen, ja, wie soll man ihnen dann noch glauben, dass sie in 10 Jahren davon ausgehen, dass wir alle sterben? Also ja. Wie gesagt, das war die lustige Episode. Einen Klimajünger der Klimakirche, des Klimaterrorismus und der Klimahysterie wollte mich belehren und ist dadurch aufs Bein gelandet. Wahrscheinlich durch die eigenen Richtlinien, die sie irgendwo YouTube gegeben haben und ja, tut mir leid, vielleicht klappt es das nächste Mal. Ja, in dem Sinne wünsche ich euch natürlich noch eine restliche und diesmal wirklich heiße Motorradsaison 2024 und mir bleibt natürlich nur noch eines zu sagen, wie immer, oben bleiben.